Das Attentat im Salon, gnadenlos festgehalten vom Zeichenstift des Künstlers. Rudolf Schlichters Werke brennen sich ein ins Gedächtnis des Betrachters. Der Kunstverein Talstraße in Halle widmet Schlichter eine große Personalausstellung mit rund 100 seiner Arbeiten. Genau beobachtend und drastisch brechen sie Tabus und sind zum Teil derart explizit, dass sie auch heute noch schockieren. Er wollte auch ganz bewusst provozieren. Also so explizit sehen, wie die Radierungen, die hier auch zu sehen sind, aus dem Frühwerk, gibt es aus dem späteren Werk nicht mehr, weil das nimmt dann doch eine viel höhere Verschlüsselung, eine symbolische Aufladung an. Die schonungslose Darstellung der eigenen erotischen Obsessionen passt zu den Brüchen im Leben Rudolf Schlichters, der vom Katholiken zum Kommunisten und entschiedenen Kriegsgegner wird. Ein politischer Künstler, erst aktiv in der Novemberrevolution 1918, danach mit Künstlerkollegen wie Karl Völker oder Konrad Felix Müller in der Novembergruppe, der in Halle eine Kabinettausstellung gewidmet ist. Schlichter ist gesellschaftskritischer Beobachter seiner Zeit und wird in den 20er Jahren zu einem herausragenden Vertreter der neuen Sachlichkeit, ausdrucksstark, aber immer mit distanziertem Blick, eindrucksvoll manifestiert in seinem Porträt der Prostituierten Margot. Eine kleine Sensation ist Schlichters Bild eines zweijährigen Mädchens. Jahrzehnte hing es bei der Porträtierten im Wohnzimmer, bevor es der Galerie im Lenbachhaus München geschenkt wurde. In Halle ist es erst zum zweiten Mal überhaupt öffentlich zu sehen und illustriert anschaulich, was Schlichters Malerei ausmacht. In seinen Porträts ist er sehr realistisch, auch nicht in irgendeiner Form beschönigend. Das sieht man ja auch, dass das Mädchen so ein bisschen grimmig guckt. Und es hat auch eine gewisse Schärfe so in der Formulierung, also dieser sehr kühle blaue Hintergrund, vor dem sie sich abhebt, das gibt dem Kind etwas nicht Kindliches. Schlichters Porträts prägen bis heute unsere Sicht auf die 20er Jahre. Er ist damals auf der Höhe seines künstlerischen Schaffens, das 1933 jäh unterbrochen wird. Ja, die Nazizeit bildete für ihn ganz schweren Einbruch. Er ist nicht emigriert, er hatte de facto ein Ausstellungsverbot. Er war praktisch bis 1945 überhaupt nicht präsent. Dieser Bruch hat die Rezeption des Werkes Rudolf Schlichters lange behindert. An alte Erfolge anknüpfen kann er auch nach dem Krieg nicht. Er verarbeitet seine Eindrücke von Tod und Vernichtung in einem surrealistischen Spätwerk. Doch im Deutschland der Adenauerzeit, das abstrakte Künstler hofiert, gelten er und seine figürlichen Werke als gestrig. So vielfältig sich Schlichter im Stil präsentiert, so konstant bleibt er in seiner Motivik. Porträt, Landschaft, Erotik und Endzeitfantasien ziehen sich durch sein gesamtes Schaffen. Das hat inzwischen seine Bewunderer gefunden, in Deutschland und weltweit. Ich finde, er wird immer noch unterschätzt. Wenn schon, dann sehe ich, und nicht nur ich, Schlichter in einer Liga mit Künstlern wie Georges Cros, wie Max Beckmann, wie Otto Dix. Rund 100 Werke aus allen Schaffensperioden Rudolf Schlichters führen den Betrachter auf eine Entdeckungsreise durch Leben und Werk des Künstlers. Zahlreiche, zum Teil exklusive Leihgaben machen diese erste große Personalausstellung in Mitteldeutschland überhaupt zu einem Kulturereignis der Extraklasse.